Hallihallo, Hallöle, da bin ich wieder in Assassin's Creed Odyssey im DLC Das Schicksal von Atlantis. In der dritten Episode, ich sitze hier gerade auf der Turm der Weisheit und beim letzten Mal habe ich ja das befestigte Doma des Autochton gemacht und wie gesagt, jetzt befinde ich mich hier, weil ich habe ja hier noch ein Doma und hier habe ich auch noch ein befestigtes Doma. Aber erstmal will ich das machen, weil das ist die beiden einzigen Orte, die mir, wie ihr sehen könnt, fehlen, damit ich alles hier abgeschlossen habe. Wie gesagt, Archiv habe ich schon gemacht. Das heißt, jetzt dahin. Kurz mal unten runtergucken. Warum? Da ein bisschen weiden. Im Archiv nicht wundern, das Archiv. Da sind ja wieder Leute, ne? Ihr kennt das Spielchen. Ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich mich nicht allzu düsselig anstelle. Aber was sehen denn meine Augen? Fangen wir mit dem ersten an, oder was? Ja, ne? Fangen wir an. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Erstmal nicht kaputt. So. Ein Glück gehabt. Ich würde sagen, das war kurz und schmerzlos, ne? Das noch. Und dann habe ich das. Dann habe ich das Ding hier noch. Gedanken zu Euermann. Adelshistoriker Zyklus 9.334. An Euermanns Wand hing der Kopf eines heulenden Tieres. Er nannte es einen Wolf. Doch ich hatte noch nie etwas Ähnliches gesehen. Eine Neuschöpfung vielleicht. So, ich habe ja hier jetzt alles gemacht, ne? Dann kann ich mich nämlich auf den Weg. Hier machen. Weil das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Nein, ihr seht das. Ja, dreht uns mal kurz die Füße. Bin ich gerade falsch? Jo. Wohl, eigentlich auch nicht. Denn definitiv.
das ist hier richtig wieder lustig. Kurz hier hinfliegen. Was ist dann hier noch? Und da dann noch Vorräte. Da hier noch was? Nö, ne? Jetzt haben wir alles. Da haben wir noch einen, da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Habe ich natürlich nicht hingeguckt. Drauf. Nächstes. Komm. Genau. Ich würde mal sagen, voller Rampage. So, gucken wir hier mal nach, was wir da haben. Also eigentlich war das nicht das, was ich eigentlich wollte, aber ich kann damit eigentlich auch sehr gut leben, weil... Dadurch habe ich jetzt eine ordentliche Ecke schon platt gemacht.
Ich will gerade, ist hier einer in der Nähe? Komm hier in die Ecke. Mal drauf. Abhauen. Abbauen. Ich muss mal kurz aus dem Gebiet raus. Das sind gerade too much auf einen Haufen. So, dann kann ich mir aber erstmal den da vielleicht holen. Das habe ich aber beim letzten Mal sehr gut gemacht mit dem Hit and Run. Und dann mache ich das diesmal auch so, ne? So, wo gehst du hin? Und sag. Erstmal hoch. Dann scannen wir.
ist entzündet. Okay, das ist dann sehr egal. Hätte vielleicht mal gleich als erstes machen sollen. Ernsthaft? Auch ausgeschaltet. Jetzt wissen wir ja ungefähr wieder, wo ich bin. Dann haben wir einmal eine Runde wieder ab. Genau, weil die gehen jetzt nämlich auf die Suche. Oh, der wäre ein gutes Ziel. Den kriege ich dann nicht. So, dann machen wir es mal eins. Bei den Fähigkeiten können wir ja ein bisschen was aufmutzen, ne? So, 3, 3, 3, 1. Was haben wir hier? Nehmen wir die. So. Und werden rum. Da unten. Nichts mehr da. Okay. Ooh.
überlege gerade, aber dann ist ja gleich hier der. Den noch mit. So, haben wir den. Ich wollte nämlich nicht, dass der losgeht. Oh. Schon mal die. Shit. Ja, Leute, so geht's nicht. Also der Typ, die Typen sind echt knackig. Eieieiei. Und ich muss alles nochmal machen, ne? Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Oder fast alles. Ach ja, das war so schön, ne? Ihr seht's ja, Leute. So, trotz alledem hoffe ich mal, dass es euch irgendwie gefallen hat. Ich werde mich jetzt wieder mal versuchen, da an der ganzen Sache hier. Ihr seht ja eingeblendet weitere Folgen. Viel Spaß beim Gucken und
Ihr wisst auch, wie es geht. Mit Kommentare, Like und Abo. In diesem Sinne sage ich schon mal Dankeschön dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Adios und bis denne.